Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Mauer muss weg. Was sagen Sie dazu, dass hier die Mauer wieder aufgebaut werden soll? Wo kommen Sie her, wenn ich frage? Holland. Oh, man hört es ein bisschen, ja. Kind of theater project. Would you visit this kind of performance art in Berlin? No. Die Mauer muss weg. Ist das grotesk für Sie, wenn Sie das hören? Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu dienen soll, das tatsächlich etwas bildhafter vor Augen zu führen, was das bedeutet. Wo kommst du her? Aus Berlin. Aus Berlin. Ich glaube, dass Sie das besser am Berlin erfahren können. Ja, machen wir auch. Also hat schon irgendwo einen gewissen Nutzen oder einen Wert. Ja, ich denke schon. Ja, ja. Okay, aber sieht aus ein bisschen wie ein Touri, wenn ich das sagen darf. Aber ist wahrscheinlich wegen des Rucksacks. Ich habe auch einen, ne? Also Berlin ist ja so schon eine relativ stressige Stadt. Überall sind Baustellen. Man hört. Die Mauer muss weg. Aber du hast schon davon gehört. Ja, also klar. In der Schule und so. Überall, ne? Klar. Also man ist mit dem Thema irgendwie. Ja, es gibt ja auch noch genug Stellen, wo noch die Mauer steht. Das ist ja der gesamte Arbeitstag dann komplett ruiniert, wenn man morgens erstmal 2 Stunden braucht, um zur Arbeit zu kommen. Die Mauer muss weg. Hier arbeiten ja auch nicht wenige Menschen. Ich meine, das ist ein großes Viertel. Genau, ne? Ja, ja. Und wohnen auch ein paar Leute, ne? So mit Familien und so. Das erst recht, also. Insofern, also wenn du hier leben würdest, du würdest. Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Du würdest protestieren. Genau. Ja, ja. Haben also die Leute damals ja auch, ne? Die Mauer muss weg. Würden Sie sich das anschauen hier? Kommt drauf an, wenn ich in der Gegend bin, ja, sicherlich. Ab 12. Oktober. Da bin ich nicht da. Ach so. Mehr im Netz auf www.berlin030.de und auf den sozialen Portalen.